Paris, 14. Juli 2010. Mitten im Pariser Hallenviertel, direkt neben dem futuristischen Einkaufszentrum mit seinem gläsernen Dach und seinen unterirdischen Geschäften und Kinos, ragt die Kirche Saint-Eustache steil in den Abendhimmel. Die gotischen Strebebögen in gespenstisches Licht getaucht. Draußen tobt das Leben, drinnen tobt die Orgel. Jedes Wochenende, eine halbe Stunde lang, improvisiert hier der Organist bei freiem Eintritt. Aber nicht so, wie brave Organisten halt improvisieren. Nein, diese Musik ist Aufruhr, Feuer, Sturm. Und genau so sieht ihr Schöpfer auch aus. Mit seinem lodernden weißen Haarkranz, seiner hohen Stirn, seinen buschigen Augenbrauen. Jean Guillou. Jean Guillou ist nicht irgendein Organist. Er ist Frankreichs größter. Nach Olivier Messiaen, dessen Schüler er einst war. Seit fast einem halben Jahrhundert ist Saint-Eustache seine Wirkungsstätte. Er hat die riesige Orgel hier selbst entworfen, wie viele andere Orgeln auf der ganzen Welt. Er komponiert, dichtet, schreibt Bücher. Und heute, am 14. Juli 2010, dem Nationalfeiertag, soll er die höchste Auszeichnung Frankreichs bekommen. Ritter der Ehrenlegion. Eigentlich müsste Jean Guillou dankbar sein, geehrt, ergriffen. Doch stattdessen schleudert der 80-Jährige Blitze von seiner Empore herab. Keineswegs möchte ich in eine wie auch immer geartete Legion eintreten, und sei es eine Ehrenlegion. Dass der Staat mir dieses Zeugnis ausgerechnet zu meinem 80. Geburtstag ausstellt, so als ob mein Talent durch die runde Zahl aufgewertet würde, kann ich nur als Ironie betrachten. In einer Zeit, da der klassischen Musik von allen offiziellen Stellen immer weniger Platz eingeräumt wird, gebietet es mir meine Würde als Musiker, dieses Requisit zurückzuweisen. Jean Guillou setzt ein Zeichen gegen eine Kulturpolitik, die sich sonst lieber mit Schlagersternchen schmückt. Der Ehrenlegion bleibt er ebenso fern wie vor ihm Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Maurice Ravel. Und womöglich haben die alten Gemäuer von Saint-Eustache an jenem Tag noch eine Spur heftiger als sonst unter dem grimmigen Dröhnen der Orgel gezittert.